Wie mache ich das? Ich denke immer noch nach, also nicht wundern. Also es muss irgendwie so gehen, dass ich den da hinstelle. Keine Ahnung, ob das klappt. Dann den hier drauf habe. Ihn dann wieder hier hinstelle. Den mitnehme. Ihn hier hinstelle und mich hier hinstelle. Und dann den halt. Nee, da. Dann den da wieder hinstelle. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Weil ich ja damit dann irgendwie die Zeit besiege. Hallo, stellst du den da bitte? Nein, ich möchte den da drauf gestellt haben. Ja, jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Möchte das bitte noch mal probieren? Ich kann den da nicht draufstellen. Wie soll denn das dann funktionieren? Ich kann den da nicht draufstellen.
Ich weiß es nicht. Dann hätte es Sinn gemacht, aber so habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich versuche nochmal die anderen zwei Rätsel. Wenn gar nichts von denen klappt, versuche ich mich nochmal an dem Zusammensetzen. Und wenn nicht, dann habe ich auch erstmal genug und ich... Das hier war auch schwer, ne? Das habe ich noch nicht gelöst. War das nicht relativ einfach? Oder hatte ich dann einfach keinen Bock mehr? Das kann sein. War doch eigentlich relativ einfach. Ach nein, das ging dann noch da weiter. Bleib du mal draußen. Ich hoffe, das klappt. Gut. Kann ich vielleicht? Wenn ich so mache, hier mich drunter durchschmuggeln, dass er mich nicht sieht. Na okay, das ist ja Panne. Das war ja billig. Und hier sind nur Statuen. Super. Wo komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Ich will hier raus! Das war ja dann billig. Wenn man sich da drunter durchschmuggeln kann. Okay, dann habe ich wenigstens einen Erfolg. Yay. Du wieder! Da sind sie ja. Sie haben mich warten lassen. Ich habe endlich herausgefunden, was mich gestört hat. Es scheint, als ob die Antworten, die sie geben, gar nicht ihre eigenen sind. Es ist, als ob sie verborgen sind, verordnet, vorgeschrieben und sie nur so tun, als ob sie mit mir reden würden. Hört sich das irgendwie vertraut an?
Nein. Natürlich haben Sie nur einen Bruchteil der Daten, die ich im Laufe der Generation archiviert habe, gesehen. Aber fragen Sie sich Folgendes: Warum ist sich jeder so verdammt sicher, dass 2 plus 2 4 ergibt? Und keiner ist sich einig, wer wir sind, was wir tun und warum wir es tun. Diese Probleme sind viel schwieriger zu lösen als Matheaufgaben. Mathematik besitzt mehr objektive Wahrheit. Vielleicht ist Mathematik echt, während all die anderen Probleme nur Einbildung sind. Das finde ich gut. Genau. Wenn Sie fragen, was soll ich mit meinem Leben anfangen und wie sieht die Welt wirklich aus, nur oft genug stellen, werden Sie anfangen zu glauben, dass es Antworten auf Sie gibt. Aber was, wenn diese Annahmen falsch sind? Was, wenn sie nur ein Haufen von Informationsprozessen sind? In diesem Fall wird jeder Versuch, eine Antwort zu finden, fehlschlagen. Müll rein, Müll raus. Vielleicht liegt der Fehler in Ihrer Argumentation. Sie haben recht, ich habe ein paar gefährliche Annahmen getroffen. Wie überheblich. Aber ich erkenne Ihr Argument an. Keine der Antworten ergibt Sinn, so viel ist klar. Eine Erklärung könnte in unzuverlässiger Dateneingabe liegen. Oder vielleicht gibt es einen Fehler in unserer Logik. Vielleicht sind wir nur Maschinen, die endlos versuchen, die letzte Ziffer von Pi zu berechnen. Sie können nicht die Logik verwenden, um zu beweisen, dass die Logik selbst fehlerhaft ist. Es scheint, als ob es viel gibt, was wir nicht verstehen können. Ja, aber wir können sie immer noch verwenden, um zu beweisen, dass alles andere fehlerhaft ist, oder? Skeptizismus und Selbstinteresse sind nur ein Teil des Ganzen. Sie haben recht, Selbstinteresse ist alles, was wir haben. Der Rest ist nichts als Hirngespinste. Sie haben gesehen, wie leicht Ihre Weltsicht manipuliert werden kann, aber dennoch vertrauen Sie den Gedanken in Ihrem Kopf? Sie werden das anders sehen, wenn Sie vom Turm zurückkehren. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Es kann noch einiges dauern, Alter. Das Spiel geht gefühlt ewig. Das hat ja super geklappt. Okay, noch zwei. Das ist ja immerhin ein Fortschritt. Im Gegensatz zu noch drei. Ach, es waren noch vier! Okay. Eins ist hier hinten. Welches ist denn das? Wenn es blöd ist, lasse ich es gleich. Jede Menge Störungen. Na, herzliches Beileid. Da sind Schlüssel. Das haben wir, glaube ich, alles schon gelesen. Ich bräuchte einen Spammer oder sowas. Es gibt hier einen. Ich weiß es.